Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Eurotruck Simulator. Und nachdem man in der letzten Aufnahmesession unter anderem die neuen LKWs gekauft hat, die erste richtige Fernfahrtstrecke gefahren hat, ich würde es zumindest Fernfahrt nennen, soll es in dieser Folge erstmal weitergehen mit einem weiteren LKW und zwar vom Gebrauchtmarkt. Ja, vom Gebrauchtmarkt. Ich habe mich mal kurz ein bisschen schon mal umgesehen und viele haben natürlich von den günstigen einen mitgekriegt. Der hingegen hier ist ordentlich abgefahren mit 530.000 Kilometer. Aber guter Zustand, gute Reifen könnten, glaube ich, also es müsste, glaube ich, dass es die Reifen sein sollen, könnten wahrscheinlich ein bisschen besser sein zum Zustand, so wie der Motor, aber ansonsten im Großen und Ganzen ein solider LKW, würde ich mal behaupten. Der Scania R2009 Normal. Den kaufen wir und der geht nach Dresden. Somit haben wir jetzt alle Garagenplätze voll. Und wir gucken mal nach einem weiteren Fahrer oder eine Fahrerin, die was nennen mögen. Jetzt ist nur die bessere Frage, wen nimmt man hier am besten? Ja, das ist jetzt so eine Sache. Zerbrechliche Fracht, Just in Time und Fernfahren. Klingt mir schon mal nicht schlecht. Ja, ich glaube, der JZ wäre, glaube ich, wahrscheinlich am besten. Dieser kriegt einen Scania zugewiesen. Und ja, dann gucken wir mal eben kurz auf Fahrermanager. Ich weiß jetzt nicht, wie die beim Skillen eventuell eingestellt sind. Ich würde sagen, mach mal Just in Time. Zerbrechliche Fracht. Und du vielleicht auch mal zerbrechliche Fracht. Und dann geht es auch schon los. Beziehungsweise, wir brauchen erstmal einen Auftrag. Wir sind momentan in Lodz. Und dann gucken wir mal. Wir könnten knapp 9 Stunden fahren. Ja gut, wobei, das macht jetzt keinen Unterschied. Ja doch, ich glaube, wahrscheinlich so am besten können wir wirklich Luftpost nach Vilna bringen, Richtung Litauen. Jetzt ist nur die Frage, wo müssen wir jetzt genau hin? Wir müssen nach da hinten hin. Sehr schön. Dann lassen wir hier mal das Auto einmal durchfahren. Und fahren zu unserem wunderschönen Auftraggeber. So, hier ist frei. Das sieht auch frei aus. War nicht frei. So, aber aufs Firmengelände sollte passen. Bei Postbeet. Man soll auch am richtigen Ort auch halten. Sehr schön. Aufträge. Wir fahren hoch nach Vilna, Litauen. So, einmal hier rum. Und irgendwo hier hinten muss der Auflieger sein. Das ist der letzte im Bunde. So, und jetzt einen Meter zurück, wenn es geht. Wäre zumindest nicht verkehrt. So. Aufsatteln und los geht die große freie Fahrt hoch in den Norden.
Fahrt wird wahrscheinlich ein bisschen dauern, aber die wird auf jeden Fall wahrscheinlich sehr interessant sein. Hoffe ich zumindest. Die Straßen sind mir nämlich ziemlich unbekannt. Aber ich bin jetzt erstmal zuversichtlich. So, und da kommt jetzt ein Auto. Den lassen wir da mal vor. Und dann sollten wir jetzt endlich fahren können. Wobei, was heißt endlich? Das war eigentlich nur ein Auto. Das geht bedeutend schlimmer. So, und dann gucken wir mal. Eieiei, das war knapp. Und da ist eine Arbeitsagentur. Da müssten wir die linke Spur haben. Dass wir gleich links richtig auf die, ja, Landstraße fahren können. Bin ja mal gespannt, auch wegen Autobahnen, ob es hier einiges gibt oder wie das aussieht genau. So, kein Gegenverkehr, das heißt, wir können so rumziehen. Gut, Landstraße ist das bis dato noch nicht, aber das kann ja noch werden. Ja, knapp 9 Stunden Fahrt. Das ist auf alle Fälle schon mal einiges. Aber war auch ungefähr auch der letzte Auftrag, so viel ich weiß. Also man kann sich, denke ich mal, so ungefähr darauf einstellen, das wären so um die 3 Folgen wieder, die Fahrt. Aber gut. Kann durchaus mal vorkommen. Und das ist halt so ein bisschen der Euro-Truck-Simulator. Also es dauert halt manchmal ein bisschen, aber ich denke mal, man kann so im Großen und Ganzen zufrieden mit sein. Da kommt noch ein einer, der Urlaub machen will. Man merkte, dass er noch so ein bisschen Tempo drin hatte. Und nur deswegen war er zufällig hier schneller unterwegs als wir. Wobei, das wird eigentlich auch kein Wettrennen. Oder soll eigentlich kein Wettrennen sein. Ich weiß auch gar nicht, mit gegen wen ich um die Wette fahre. Nur mal interessenshalber, aber wann müssen wir ungefähr da sein? Wir müssen da sein am nächsten Tag. Nee. Am heutigen Tag irgendwo zwischen knapp 14 Uhr und 20.36 Uhr. Da sollten wir locker hinkriegen, dass wir da irgendwo in den, irgendwo dazwischen ran, wirklich ankommen. So, und ab auf die Autobahn. Erstmal gut abbremsen. Und los geht's. Das Schöne ist, 10 Tonnen Luftpost, die wiegen nicht viel. Da kann man richtig beschleunigen. Aber die Beschleunigungsstreifen ist ein bisschen kurz irgendwie dafür, trotz alledem. Aber gut, kann doch erstmal vorkommen. Ja, los geht's, die große freie Fahrt. Da vorne wäre noch ein Schlafplatz, wenn wir einen bräuchten. Und hier herrschen nur 70. Das ist natürlich. Ah, okay. Eine Mautstation. So, wo fahren wir jetzt genau rein? Rechts ist gerade frei, dann fahren wir mal in die Mautstation. Also normalerweise müssten die Schranken zerbrechen. Ja gut, jetzt würde ich mal eben kurz wissen. Schadendetails. 1% beim LKW. Ja gut. Kann durchaus mal vorkommen. Ach, hier ist nur 40. Deswegen schleichen die so. Ich habe mich schon gewundert. Jetzt würde mich eigentlich ja so ein bisschen auch interessieren. Haben wir gerade irgendwie eine Grenze oder so passiert? Also sieht zumindest nicht danach aus, sagen wir es mal so.
Aber gut, vielleicht sind die Autobahnen in Polen, muss jeder erstmal richtig Maut für zahlen, wer weiß. Oder für bestimmte Abschnitte. Kann ja durchaus vorkommen. Schließlich Autobahn, das ist ein teures Gut. Das will auch bezahlt werden, der Unterhalt. Es gab auch welche, die haben versucht, Autofahrer abzukassieren, haben aber dafür dem Steuerzahler ordentlich Geld gekostet. Soll es auch schon gegeben haben. Gerüchten zufolge. Aber das lässt sich ja ganz schlecht sagen. Aber die haben gutes Tempo drauf, das muss ich sagen. Also eigentlich würde ich auch gerne legalisiert hier mit 90 über die Autobahn fahren. Aber ich glaube, das werde ich nicht kriegen. Habe ich so zumindest im Verdacht. Aber gut, kann ja auch durchaus mal vorkommen. Was mich jetzt auch noch mal interessiert, wann kriege ich eigentlich überhaupt Geld? Firma Fahrer Manager. Wie lange sind die Einzelnen noch unterwegs? Das kann man, glaube ich, auch hier irgendwo sehen. Also, der macht wahrscheinlich gerade Pause. Der macht wahrscheinlich Pause. Ja, oder zumindest sowas in der Art. So, dann fahren wir mal weiter. Ziel werden erlaubt, nur leider nicht für LKWs. Und da hinten kommt gleich eine Mautstation, wenn ich das auf der Karte richtig sehe. Da war ein Blitzer. Gut, dass wir abgebremst haben. Wo fahren wir jetzt rein? Ich glaube, wir halten uns einfach geradeaus. Das ist, denke ich, mal das Einfachste, was wir machen können. So, und wie viel will man jetzt von uns gerne haben? Maut, 6 Euro. Ja gut. Gut, das ist jetzt nicht kein deutsches Mautsystem. Ich glaube, in Deutschland wären das wahrscheinlich eher dieser Streckenabschnitt 600 Euro. Ach komm, ich glaube, wir lassen den Kollegen mal vor. Sonst knallt das hier am Ende noch. Und das wollen wir ja nicht. Wir müssen ja auch irgendwo in gewisser Weise Geld sparen. Obwohl ich glaube, so oft wie ich bis jetzt in den Blitzer irgendwo reingejagt bin, ich glaube, da ist Sparen irgendwie ein schlechter Scherz. LKW hält sich ans Tempolimit. Nicht schlecht. Weil wir fahren jetzt, glaube ich, mitten in einen Ort hinein. Erster Aufenthalt in Warschau. In der polnischen Hauptstadt. Nicht schlecht. Schöne Hochhäuser. Und wir müssten eben die Spur wechseln. Und da hatte vorhin jemand, glaube ich, die Vorfahrt genommen. Also, ein Glück, dass es nicht geknallt hat. Na komm, Gas geben, mein kleiner Mercedes. Wir wollen heute noch über die Ampel. So. Dann geht es gleich wieder Richtung Autobahn. Oder Landstraße oder was auch immer. Hauptsache raus aus dem Ort, damit wir wieder Gas geben können. So, da ist eine Ampelanlage. Aber da aus draußen sieht es schon mal nicht mehr aus, eine Stadt. Oder vorne eine um die Ecke. Dann sind wir gleich
aus der Stadt heraus. Und dann können wir wieder Tempo geben. So, da könnten wir nicht lang, auch wenn wir wollen. Ui, das sind ja, glaube ich, nochmal Häuser. Häuser. Wobei Häuser sind, ich glaube, eher Industrieanlagen. Kann wohl doch noch ein bisschen länger dauern. Immer noch 50 hier. Also langsam müssen wir mal aus. Ach, okay. Stadt ist beendet. Jetzt können wir wieder mit 80 durchjagen. Wie schön, das gefällt mir. Wobei es sind nur 70. Jetzt können wir wieder 80 fahren. Wunderbar. Das freut mich. Das freut mich wirklich sehr. Ansonsten hinter uns sind ein paar Autos, aber sonst ist soweit alles in Ordnung. Ja, also auf alle Fälle schon mal nicht schlecht. Da ist die Polizei, da müssen wir mal ein bisschen langsamer fahren. Man weiß ja nie, ob die da eventuell auch Geschwindigkeiten bei der allgemeinen Verkehrskontrolle kontrollieren. Ich habe jetzt nämlich nicht ganz so das große Interesse, Knöllchen zu zahlen. So. Da hinten ist einiges an Verkehr. Hier ist eine Baustelle. Aber sieht schon wirklich ganz cool aus irgendwie. Also das ist schon wirklich nicht schlecht. Hübsche Landschaft. Hier geht es über einen großen Kanal. Beziehungsweise... Ne, warte, über die Oder müssen wir eigentlich schon gewesen sein, weil wir sind ja schon in Polen. Jetzt würde mich mal interessieren, welcher Fluss das ist. Auf alle Fälle versucht ein Auto an uns vorbeizuziehen. Das ist momentan das Einzige, was ich wirklich sicher sagen kann. Beziehungsweise eine Pritsche. Sehr schön, der fährt auf die andere Spur. Oh, wir müssen uns einordnen. Da ist es so schön, Reißverschlussverfahren. So. Jetzt, wieder Gas geben. Hinter uns sind, glaube ich, schon einige am Drängeln. Aber immerhin dürfen die hier nicht überholen. Das ist zumindest schon mal etwas. Tun sie wahrscheinlich trotzdem nicht, aber man weiß ja nie. Aber ich würde dann auch an der Stelle sagen, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.